Mein richtiger Vater ist Polarforscher in der Arktis. Heißt, er hat gleich nach meiner Zeugung die Flocke gemacht und ist ab ins ewige Eis. Deshalb habe ich ihn noch nie gesehen. Deshalb meldet er sich auch nie. Früher hat er mir ab und zu etwas zum Geburtstag geschickt, damit ich nicht so traurig bin. Zum Beispiel einen Plüschpinguin, als ich 3 war. Vom Nordpol. Tja, für Leute, die sich auskennen, ist der Schwindel schnell geschaut. Es gibt keine Pinguine am Nordpol. Ich habe es erst mit 7 kapiert. Kurz nachdem mir Kira, Violetta, Posch, Schmidt, die 3 ältere Brüder hat, in der 2. Klasse klar machte, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Ich wollte es zuerst nicht glauben. Das hätte ja geheißen, dass alle Erwachsenen meiner Familie, und das waren nicht wenige zu dieser Zeit, wenn auch noch nicht so viele wie heute, mich 7 Jahre lang belogen hätten. Doch da erinnerte ich mich, dass ich im Jahr zuvor tatsächlich in dem Weihnachtsmann in unserem Wohnzimmer ganz kurz einen ehemaligen Studienfreund von Mama, nämlich Hans, vermutet hatte. Auch hatte die Stimme des Weihnachtsmannes ganz ähnlich wie Hans' Stimme geklungen, obgleich Mama und alle anderen, sogar der Weihnachtsmann selbst, mir das wieder auszureden versucht hatten. Konnte Kira Violetta Posch-Schmidt also tatsächlich recht haben? Und nicht nur der Weihnachtsmann ist ein Schwindel, erklärte mir Kira Violetta Posch-Schmidt und holte zum nächsten Schlag aus. Sondern wahrscheinlich auch das Märchen, das sie dir über deinen Vater erzählen. Das ist nicht wahr, rief ich sofort. Aber irgendwas in mir flüsterte, dass Kira Violetta Posch-Schmidt auch damit recht haben könnte. Ach ja, und warum hast du ihn dann noch nie gesehen? Hakte sie gehässig nach. Weil er am Nordpol arbeitet, in der Arktis. Da kann man nicht mal so schnell vorbeikommen. Da ist ringsherum nur Eis. Packeis, wenn du es genau wissen willst, der es ihn gepackt hält. Ich hatte nicht nur die Antworten geschrien, was schon mal ein schlechtes Zeichen war, sondern auch praktisch alles aufgezählt, was mir Oma Doris bis dahin immer auf meine eigenen Fragen zu meinem Vater gesagt hatte. Kira Violetta Posch-Schmidt schien jedoch zufrieden, obwohl ich mich im gleichen Moment fragte, warum sich mein Vater nicht wenigstens mal übers Telefon oder noch besser über Skype meldete. Bestimmt haben Sie da in der Arktis noch kein Internet, hatte mich Oma Doris zu überzeugen versucht. Und TikTok, meine große Schwester, hatte immerhin zugegeben, dass Kira Violetta Posch-Schmidt zumindest mit dem Weihnachtsmann recht hatte. Bleibt die Frage, ob mein Vater wirklich ein Polarforscher ist. Yay, sehr gut, Leni! Oh.